Willkommen zu meinem Kanal. Also ich habe meinen Namen geändert. Ich heiße jetzt It's Eevee, weil ich jetzt Roblox und Tokabuka mache. Und ja, heute wollte ich eine Geschichte vorlesen und wir starten nochmal. Leo der Fuchs. Ich lebe im Wald mit meinen Eltern. Ich mag es, im Wald zu wohnen. Ich mag es, bei meiner Familie zu sein und bei meinem Zuhause im Fuchsbau zu sein. Im Sommer liebe ich es, mit meinen Eltern nach Mäusen zu jagen. An Weihnachten liebe ich es, die Rinde von meinem Geschenk auszupacken und einen Stock zu finden. Ich mag es sehr gerne im Frühling, weil ich mich dann schön im Gras wälzen kann. Ich heiße Leo. Als Leo wieder einmal abends sich im Fuchsbau zusammenkauerte, weil er nicht schlafen konnte, machte er das, was er immer tat, wenn er nicht schlafen konnte. Er machte aus den Sternbilder. Mama und Papa und ich, als ich noch kleiner war, sagt Leo ganz leise. Bei den Sternbildern muss Leo oft an seine früheren Jahre denken. Das hilft ihm beim Einschlafen. Deswegen ist Leo so schnell wie möglich eingeschlafen. Weil er an morgen denken musste, konnte er nicht einschlafen. Denn morgen war der erste Tag, an dem die Sonne warm schien und das Gras bereit war für Leo zum Wälzen. Morgen war der erste Frühlingstag. In der Nacht träumte Leo davon, wie er sich im Gras wälzt und das grüne Gras schön feucht ist. Als Leo aufwacht, ging er in die Küche. Da standen seine Eltern. Ich gehe raus in den Garten und wälze mich ein bisschen im Gras, sagt er. Nein, das geht leider nicht, sagt seine Mutter. Sie ging zum Waschbeckenfenster und öffnete es. Leo verzog sein aufgeregtes Gesicht zu einem eher traurigen Gesicht. Denn inzwischen hatte es draußen angefangen, in Strömen zu regnen. Leo geht kopfhängend in sein Zimmer. Dann hat er plötzlich wieder eine Idee. Er geht zu seinem Schreibtisch und holt einen Malblock hervor. Er zeichnet, wie er sich im Gras wälzt. Das macht sein trauriges Gesicht wieder zu seinem alten. Da fällt Leo noch ein, dass er vielleicht ein paar Zahlen abschreiben kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leo kann nur bis 10 zählen und schreiben. Leo, Frühstück! Oh nein, Leo hatte vergessen zu sagen, dass er sein Brot noch mit Marmelade möchte und nicht nur mit Butter. Leo, rief seine Mutter ungeduldig. Leo hatte all seine Hoffnungen verloren, denn er hasste Butter. Die Vorstellung, Butter zu essen, war so schrecklich. Leo hatte seinen Eltern nie erzählt, dass er keine Butter mag. Trotzdem ging Leo laut murmelnd die Gänge entlang. Von Leos Zimmer bis zur Küche musste er ungefähr viermal den Gang wechseln. Als er in der Küche ankam, war Leo erleichtert, dass es kein Brot mehr gab. Leo setzte sich zu seinen Eltern. Heute verhielten sie sich irgendwie komisch. Leo, fing sein Vater an, wir reisen in den Urlaub in ein Fuchshotel. Leo war noch geschockter als vorher mit der Butter. Er stellte sich wieder Sachen vor. Lustig, lustig, tralalala, murmelte Leo. Also wenn ich das gesagt hätte, hätte ich gesungen, sagt sein Vater mit lauter Stimme. Also das war das erste Kapitel von meiner Geschichte. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen, denn ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Und falls ihr ein Part 2 wollt, müsst ihr das nur in die Kommis schreiben. Aber es kann sein, dass ich vielleicht doch noch ein Part 2, ohne dass ihr es wollt, mache. Tschüss! Grüße von mir!